Heute zeige ich euch die Bayer-Aktie. Diese ist aktuell wieder interessant für einen Kauf. Wir haben hier eine sehr große mehrjährige Abwärtsbewegung hier in der Bayer-Aktie, wie wir hier auf dem Tageschart hier sehen. Und jetzt hier langsam fängt sie wieder an, eventuell einen Boden zu bilden. Wenn wir hier auch mal direkt drauf schauen, sehen wir hier auch eventuell langsam eine Trendumkehr. Wir haben jetzt hier eingezeichnet noch fallende Tiefs. Und jetzt haben wir hier das erste Mal ein höheres Tief. Und jetzt ist eben die Frage, ob wir hier auch ein höheres Tief bekommen und der Markt hier weiter den Trend fortsetzt und hier weiter nach oben geht Richtung der Hochs hier oben. Also circa hier diese Zone, hier um die 74, vielleicht auch noch hier oben die 78 rum. Das wären dann wieder Widerstände von meiner Sicht her. Und genau, und darauf spekuliere ich jetzt. Ich habe hier eine Strategie aufgesetzt. Und falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, meine Trading-Performance live zu zeigen. Oben links seht ihr meine Trading-Performance und auch meine Trading-Performance im Vergleich zu den großen Aktienindizes. So, was ist die Idee hier in dieser Strategie? Punkt Nummer 1. Wir haben hier eine Unterstützungszone gebildet hier vom Februar und Mai 2021 Hochs. Genauso haben wir dann auch hier im Mai 2022 eine Berührung gehabt. Und jetzt aktuell kommen wir wieder da dran. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier von dieser Zone eben hier nach oben laufen können. Das Ziel hier in diesem Trade ist dann hier oben bei der 68 bisschen drüber, 68, 70. Und falls der Kurs sich gegen mich entscheiden sollte, möchte ich dann hier, wenn der Kurs hier unter die 55 kommt, wieder aus dem Markt aussteigen und dann wieder nach anderen Chancen suchen sozusagen. Hier kann ich das Vierfache mitnehmen von dem, was ich riskiere. Das ist immer wichtig in der Strategie. Also diese Strategie hat eine leicht über 40-prozentige Trefferquote, also um die ca. 42%. Aber eben von diesen 42% der Fällen nehme ich hier das Vierfache mit an Gewinn. Und deswegen ist diese Strategie langfristig profitabel, wie eben auch an der Performance-Kurve hier oben angezeigt. Ich habe jetzt hier auch mal die sehr langfristige Perspektive hier für euch aufgezeigt. Da sieht man auch, dass der Trend langfristig intakt ist, auch wenn es große Schwankungen hier hat. Na, wir fangen hier an, dann haben wir die erste größere Korrektur. Dann geht es hier wieder aufwärts. Hier eine etwas leichtere Korrektur. Dann kommt hier der starke Schuss nach oben. Und jetzt so seit, ja, 2015 geht es hier so etwas größer und stärker nach unten. Aber dennoch, wenn wir hier mal schauen, haben wir hier noch leicht höhere Hochs, auch wenn jetzt hier dieses Hoch nicht mehr allzu viel höher ist als dieses, aber dennoch der Trend zeigt hier noch höhere Hochs auf, eben sehr, sehr langfristig, eben jetzt auf hier die letzten 20 Jahre. Und der Trend ist hier intakt, der Trend geht meistens länger als man denkt, deswegen kann jetzt auch wirklich auch eine größere Bewegung nach oben wieder kommen. Das muss man dann eben sehen, wie sich hier das die nächsten Jahre hier so weiterentwickeln könnte. Ja, wenn euch hier diese kurze Vorstellung gefallen hat, hier zu diesem Trade, dann freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, den Kanal unten abonniert. Ich werde hier weiterhin ganz transparent meine Performance hier zu meinem Trading zeigen. Und ihr werdet immer wieder Aktien hier vorgestellt bekommen, die ich hier handeln möchte. Interessante Einstiege werdet ihr vorgestellt bekommen und weiterhin begleitet, wie es hier weiter im Trading läuft. Wenn ihr mehr zum Trading erfahren wollt und mehr über mein Trading-Portfolio, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Trading-Portfolio. Da könnt ihr dann Näheres einsehen und auch hautnah, solange der Handel, solange der Markt offen ist, hautnah die Performance und die Bewegung von den Einzelaktien, die hier im Trading-Portfolio sind und auch von der Gesamtperformance nachverfolgen. Ja, dann